weil ich den Liebhaber nicht spielen kann. Die Tage voll Geschwätz mir kürzend so, habe ich beschlossen, hier den Dreckskerl aufzuführen. Ich hatte einen Edward, Richard schlug ihn tot. Ich hatte einen Mann, doch Richard schlug ihn tot. Du hattest einen Edward, Richard schlug ihn tot. Du hattest einen kleinen Richard, Richard schlug ihn tot. Du hattest einen Clarence, Richard schlug ihn tot. Ich mag euch, Jungs. Los an die Arbeit jetzt, geht schnell, ans Geschäft. Halb fertig, ausgestoßen vor der Zeit, schnell abgenabelt in die Atemwelt, ein Auswurf, hinkend und so schief gebaut, das Köterkläffen hink ich dran vorbei. Richard der Dritte, das hat man immer mit Doppelbesetzungen gemacht. Also es gibt 61 Rollen. Und die Forscher, die wissen, dass Shakespeare, die haben das wahrscheinlich mit 17 Schauspielern gemacht. Wir machen das mit 10. Richard der Dritte ist schwierig, weil es gibt so viele Namen, es stirbt so viele Leute und so weiter. Deshalb machen wir das fast pädagogisch. Also es gibt hier auf der Wand ein Mindmap. Für alle Schauspieler. Wer ist tot? Wer wird sterben? Wie sehen die Stammbäume aus und so weiter? Das finde ich ziemlich hilfreich. Die Königin und ihre Familie hetzen den König gegen meinen Bruder George von Clarence. Ja, die glauben das und stacheln mich noch an, zu rächen mich an Rivers, Dorset und Grey. Na? Freunde, Kampfgenossen, Partner. Bringt ihr das Ding zu seinem Ende jetzt? Wir tun's, Milord, und kommen für die Vollmacht, um Zutritt uns zu schaffen, wo er schläft. Ja, so wie vereinbart, ich hab sie. Hier. Mein Bruder George von Clarence, der redet gut und kann vielleicht das Herz euch drehen, wenn ihr auf ihn hört. Bla bla ist unsere Sache nicht. Mühlsteine weint ihr, wie die Narren Tränen. Boah! Boah! Einer Galke, er ist überhaupt nicht also ein Richard der Dritte aus der Konvention. Er hat was anders. Also diese kindische Qualität von Richard, das ist wichtig. Er ist wahrscheinlich, das steht auch bei Shakespeare, er ist nicht geliebt von seiner Mutter und so weiter und so weiter. Und er ist irgendwie auch ein Mobbing-Opfer. Gewesen. Und das hört auch
mit dazu. Und das finde ich ganz schön, wer er das macht, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Richard III. Das ist Rainer Galke, Richard III. Ein Pferd! Mein Königreich!